Kann ich mit Augenübungen etwas gegen meine Schulterschmerzen tun? Wie das geht, zeigen wir dir in diesem Film. Dazu setzt du dich vorne auf die Stuhlkante und streckst den Arm nach vorne aus. Der Ellbogen ist gestreckt. Nun den Arm nach vorne rausschieben. Das Schulterblatt öffnen. Zurück in die Ausgangsposition. Dann die Schulter hochziehen Richtung Ohr. Wieder zurück in die Ausgangsposition und nun nach hinten das Schulterblatt anlegen. Wieder zurück und das Schulterblatt in Richtung Hosentasche ziehen. Bis zum Anschlag. Wieder zurück in die Ausgangsposition. Gehen die einzelnen Übungen gut, so können wir diese zu einer fließenden Bewegung verbinden. Dabei den Ellbogen immer gestreckt lassen und die volle Bewegungsweite ausnutzen. Am Ende zurück in die Ausgangsposition gehen. Bildschirmarbeit ist Höchstleistung für die Augen. Die permanente Anspannung kann zu Kopfschmerzen und Schulter-Nackenverspannungen führen. Zeit für eine Bewegungspause für die Augen. Dazu hängst du die Sehtafel an den Bildschirm. Bei absolut ruhiger Kopfposition verfolgst du nun die Linien mit den Augen. Du startest nach rechts, in der Endposition 5 Sekunden halten, zurück in die Mitte und die Bewegung nach links ausführen. Nur die Augen bewegen sich. In der Endposition halten, zurück zur Mitte. Geht diese Bewegung gut, dasselbe nach oben und unten ausführen. Augen nach oben, 5 Sekunden halten, zurück zur Mitte. Augen nach unten, 5 Sekunden halten und wieder zurück zur Mitte. Je beweglicher unsere Augen sind, desto entspannter sind auch Schulter und Nacken.